Ein Herz kann man nicht reparieren, ein Knie aber schon. Udo Lindenberg war im Krankenhaus, um sich einer Knie-OP zu unterziehen. Wenige Tage nach dem Eingriff ist der Kultmusiker schon topfit und kann es kaum erwarten, wieder auf der Bühne zu stehen. Jetzt ist mal ein Knie el Caputo, schrieb Udo Lindenberg Ende August auf Instagram. Sein ewiges Konditionsgejocke und die vielen Auftritte hätten dazu geführt, dass er eine Operation dringend nötig hatte. Jetzt ist der Sänger wieder auf den Beinen und bedankt sich via Bild-Interview bei den Ärzten, Best Doctoris mit Goldhänden, Maßarbeit vom Feinsten. Udo Lindenberg zieht es auch bereits wieder auf die Bühne. Da werden die längsten Flure nach meiner Vorstellung schon wieder zum Bühnenlaufsteg durch die Arenen, und ab geht's mit der neuen Turbokugel im Knie. The show must go on. Laut Bild hat Udo Lindenberg für 2024 bereits neue Projekte geplant. Doch bis es soweit ist, muss der Star noch fleißig Krankengymnastik machen und sein neues Gelenk schonen.